So. Viele haben das erkannt, das ist so ein Neandl. Kurzer Spruch, Spruch mit kurzem O. In diesem Vortrag, in diesem meinem Vortrag, wird es in den ersten Momenten um Timing gehen, um die Frage, wie lange 20 Sekunden sind. Ich habe mir überlegt, ob es jemanden hier gibt, der mir ein Zuckerl oder ein Traubenzucker nennen kann, der genau so lange braucht. Es wäre nämlich günstig, wenn man das nebenbei konsumieren könnte. Ich glaube, ich habe schon eine übersehen, oder? Bin ich bei der zweiten? Schon bei der dritten? Eben, das geht sehr schnell. Man kommt nicht zum Thema. Man hat sich nicht vorgestellt, habe ich auch gar nicht vor. Wer also aus meinen Ausführungen draufkommt, was das Thema ist, der hat etwas gewonnen. Keinen dieser Übertöpfe. Die führen uns zum Thema. Ich möchte über Unsichtbares, Unsicheres, Unlogisches sprechen. Das merkt man in meiner Art und Weise, den Vortrag aufzubauen. Und dabei auch eine Erfindung von mir präsentieren. Angegeben habe ich den Organisatoren das Thema mit dem Titel Das Bessere ist der Feind des Guten, aber ein ganz weiser Spruch, ich denke mir, es ist ehrgeizig, gegen so einen wahren Spruch anzutreten, aber ich möchte gerne diesem Spruch widersprechen und behaupten, das Bessere ist der Feind des Guten, aber weiter weg vom wahren Guten und Schönen. Das Bessere ist nicht vergleichbar mit dem Guten. Schon das Gute ist ja eine Bewertung von etwas, das vielleicht schon gut genug, ich würde sagen, normal ist. Und diese Steigerung, dass man etwas unbedingt gut machen muss, finde ich schon sehr eigenartig. Und es noch besser zu machen, ist geradezu eine Steigerung in die falsche Richtung. Stellen Sie sich vor, Sie würden fähig sein, Steigerungsformen in eine neue Richtung zu finden. Zum Beispiel, kennen Sie alle das schöne Wort Sommer. Und es ist die Steigerung von Sommer. Und wenn Sie sich dessen bewusst sind, dann sind Sie mit diesem Sommer, den wir jetzt haben, durchaus zufrieden und müssen nicht unbedingt einen Sommer haben oder womöglich einen Sommst. Eine andere Möglichkeit, in eine Richtung zu steigern, die nicht ganz so aufdringlich ist, tut sich auf, wenn Sie zum Beispiel das Wort wahr steigern. Wahrer ist nicht aufgefallen. Ist eine Lebensweise, die mindestens so wertvoll ist wie besser ist der Feind, besseres ist der Feind des Guten. Warum sage ich das alles? Ich meine das schon sehr ernst. Ich meine das auf viele meiner Kunsterfahrungen und meine Vorlieben für Musik oder Menschen. Ich mag eigentlich normale Menschen, normale Musik, Kunst, die dort bleibt, wo sie sich mit dem Fehler noch auseinandersetzt. Kunst, die nicht so geübt ist, die nicht virtuos ist, die nicht vom Topf, der durchaus seinen Zweck erfüllt, zum Übertopf und womöglich zum Überübertopf aufgeblasen wird. Ich möchte hier einfach ein Bekenntnis für die Steigerung in die Gegenrichtung, nicht unbedingt zurück, mir reicht schon rück, es muss nicht gleich so eine Tendenz zur Flucht drinstecken, es darf schon
sehr intensiv zur Sache gehen. Es darf dem Fehler auf den Grund gegangen werden. Ich denke mir zum Beispiel, das Motto könnte lauten, nicht üben, sondern bluten. Und am Anfang habe ich vergessen anzukündigen, dass ich am Schluss noch singen möchte. Also mit Ernst Jandl habe ich begonnen, mit Alva Kappler werde ich enden. Er ist für mich einer der größten Sänger, die es überhaupt gibt. Kann sein, dass ich noch Zeit habe. Wenn nicht, bin ich froh. Also unter dem Motto gegen das Virtuose eine kleine musikalische Darbietung. Ich muss dieses Instrument ausprobieren, habe ich von einem sehr normalen Künstler aus Salzburg, der in Tokio war und mir das geschickt hat, bekommen. Ich wächst gerade so lange, dass ich nicht mehr zum Singen komme. Der Johannes Steidl hat mir diese japanische Mundharmonika geschickt. Oh, falsches Ende. Why must a woman love a man? And why must a man love a woman? Why must a woman love a man? And why must a man love a woman? 'Cause if a